Einen wunderschönen guten Morgen, Servus. Die Post war jetzt gerade da, ich habe hier ein Paket bekommen. Und jetzt hole ich mal schnell einen, ich weiß nicht, wie schwer ist das. Oh ja, doch, das wiegt etwas mehr. Ja, ich weiß ja, was drin ist, ihr wisst es noch nicht. Das heißt, ich hole jetzt einen Jan mal schnell, fahre mir das einmal ums Haus rum hinter die Werkstatt, da kann ich es dann auspacken und kann es dann besser einladen. Und wenn es euch interessiert, was da drin ist, bleibt dran. Bis gleich. Ich hab's ja in die Kiste. Ich hab's von der Palette abgemacht. Ich zeige euch gleich, was drin ist. Das ist das hier steht das Gewicht. 92 Kilogramm. 85 der Inhalt. So, hier schaut schon was raus. So, und jetzt kommt's. Und wer erkennt's? Kann man schon erkennen? Jetzt muss ich selber erst einmal schauen. Also, wer es jetzt schon erkannt hat, schreibt es mal bitte in die Kommentare, was es sein könnte. Und ich packe jetzt mal weiter aus. Also, jetzt habt ihr es gesehen, hier ist der Hydraulikzylinder, er hat auch ein ordentliches Gewicht, das ist der Stempel. Das ist jetzt keine Werkstattpresse, wie es ihr vielleicht kennt, wie man in den ganzen Videos sieht, sondern das Besondere an der, ihr habt es gesehen, einen Druckluftanschluss hat die. Das heißt, ich habe einen Hebel und ich habe einen Druckluftanschluss und ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber diesen Vordruck, was man normal mit dem Hebel macht, macht in dem Fall ein Hydraulikmotor, ein kleiner ein Pneumatikmotor und geht dann über die Hydraulik an den Zylinder weiter. Und was spare ich mir dadurch? Im Prinzip das ganze Pumpen, weil ich keinen Bock habe, weil ich ja faul bin und keinen Bock habe auf das ganze Pumpen. Ja. Jetzt schauen wir es mal einfach mal an. Jetzt packe ich mal alles in Ruhe aus, lege es mal alles her. Und ja. Ja, ich lese mir jetzt gerade die Anleitung durch. Also, das ist die ganze Anleitung zum Aufbau. Mehr ist das nicht. Und hier steht drin: Nutzen Sie die Explosionszeichnung Kapitel 8 für den Aufbau der Werkstattpresse. Okay. Also hier ist die Aufbauanleitung. Erkennt man das? Ja, Kater, wir hören dich. Du darfst hier nicht jetzt rein. Nein. Nein. Thomas? Habt ihr ja so eine nervige Katze? Ziehen Sie mindestens eine Person zum Aufbau hinzu. Ja, geht. Achten Sie darauf, dass bei den nachfolgenden Aufbauschritten alle Schraubverbindungen zunächst nur handfest anziehen.
Unter Verwendung der Schrauben 37, Unterlegscheiben 36, Federscheibe 35 und Muttern 34 befestigen und die Fußstreben 28 und die Querstrebe 29 an den linken Ständer 30. Ja, wunderbar, ich kenne mich aus. Fangen wir an. Ich mache es, glaube ich, ohne. Also, das sind 4 Streben, einmal mit einem Langloch und einmal mit einer Bohrung drin. Schrauben, wo sind Schrauben hier? Okay. Die Schrauben sind natürlich alle wunderbar nummeriert. Perfekt nummerierte Schrauben. Also, irgendwie mit irgendwelchen Schrauben kommt das hier dran. Wollte mich schon erwischen, wie ich hier größer. Kennt ihr diese Bewegung, wenn man hier hingeht und größer zieht? Weil man es kaum erkennt, weil es zu klein ist. M12x30. Das sind 35er. Ich brauche die 30er. Bringen Sie den Rahmen der Presse in die vertikale Lage, befestigen Sie den oberen Querträger 14 an den linken und rechten Ständer 30, verwenden Sie die Muttern, die Schrauben 18, die Unterlegscheiben 17, die Federscheiben 16 und die Muttern 15. Ja, das wird was. So, jetzt brauchen wir den hinteren Träger. Also jetzt steht hier, unten die Streben sind jetzt angebracht, 4 Stück. Jetzt steht hier, ich soll die in die... Ja, ich habe es jetzt alles noch sehr wackelig, wie man sieht. Jetzt weiß ich, für was die zweite Person gut ist. Weil man es natürlich jetzt nicht halten kann immer. Jetzt steht hier, ich soll erst einmal... diesen Querträger hier anbringen, machen wir den mal durch. Ja, ansonsten gehen wir halt auf den Boden. Es ist ja nicht schlimm. So, ich habe mal hier die Schrauben schon zurechtgerichtet. Jetzt fällt mir noch eine Schraube. Ich kann nur immer wieder sagen, nehmt das nicht als Anleitungsvideo her. Wenn da drin steht 2 Personen, dann sind das 2 Personen. Und ja, es geht, aber ja, nicht ganz einfach. Gut, nächster Schritt. Also gut finde ich hier, dass hier 8er-8er Schrauben drin sind. Und nicht, wie man oftmals im Internet liest, diese 4-4er. Weil ich habe gelesen im Internet, dass nämlich da auch Modelle gibt mit 4-4er Schrauben. Und die sollen wohl nicht so gut sein, die sollen reißen. Also hier sind schon mal gut 8-8er dabei. Den Fuß habe ich komplett falsch rum. Der gehört umgedreht. Also nochmal raus. Und wem ist es aufgefallen, dass ich es verkehrt rum gemacht habe, kannst du mir gerne schreiben. Wo ist die Anleitung wieder? Da. Anschließend sichern Sie die Traverse mit den Ständern mittels der Schraube 18. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Legen Sie den weiteren oberen Querträger in die entsprechende Position ein und legen Sie gleichzeitig den Fixierblock 21. Fixierblock 21, was ist das? Müsste diese Platte sein. Okay, also diese Platte. So, und dann gehört hier
diese Teile von oben, die das gegenhalten. So, welche Schrauben? Ich verstehe schon, wie das Ganze gemacht wird. Jetzt muss ich bloß schauen, welche Schrauben ich da nehme. Also so wie ich das sehe, gerade jetzt das so zusammen gemacht und dann auf diesen Träger drauf geschoben. Jetzt machen wir erstmal so das Ganze. Natürlich sehr gut gebogen, sehr maßhaltig das Ganze. Es biegt sich schon runter. So, jetzt hängen wir das Ganze hier von hinten ein. Und dann müssen wir hier vorne gleichzeitig das hier festschrauben. Also hier kann man das Ganze schön bewegen, schön verschieben. Das rollt hier schön und diese zwei Bohrungen, da kann man es dann am Schluss wahrscheinlich fixieren. Und hier gehört am Schluss diese hier rein. Habe ich das jetzt überlesen oder steht da wirklich von der nichts drin, von dieser Strebe? Nur nachlesen dann. Also die gehört jedenfalls hier rein. Ich habe jetzt kein Problem, die nachträglich anzubauen. Im letzten Schritt steht zwar erst, ziehen Sie alle Schraubverbindungen fest an. Das mache ich allerdings jetzt schon, weil ich eventuell später nicht mehr so gut hinkomme. Schrauben Sie den oberen Fixierring in den Stempel. Das ist jetzt der Stempel hier. Wie soll ich den Ring jetzt hier abkriegen? Boah, das ist ja, den muss ich abkriegen, den runden Ring hier. Die Frage, welcher gehört unten, welcher gehört oben hin, ist das irgendwie ersichtlich, weil wir haben hier einen kleinen und wir haben unten einen großen. Meine Vermutung ist, dass der oben jetzt, dass das jetzt so reingehört. Und dieser Ring hier müsste jetzt hier festgemacht werden. Da gibt es hier so ein Werkzeug, das hat vorne so einen Stift raus. Das ist von KS Tools in dem Fall jetzt hat wahrscheinlich nicht die passende Größe, aber mit dem kann man hier rein und kann das Ganze festziehen. Das gibt es auch noch in der passenden Größe, aber das ist um Hydraulikzylinder zu öffnen. Genau, und mit dem kann man es jetzt schön festziehen. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung unten, falls da jemand Interesse hat an dem Werkzeug und ich es nicht vergesse, dass ich es verlinke. Wir haben jetzt noch zwei Schrauben über, zwei Beilagscheiben und zwei Federringe. Jetzt gehört diese Pumpe hingeschraubt. Hier sind die zwei Gewinde. Ich denke, das ist jetzt das Einfachste, die da hinschrauben. Ah, da ist die Bohrung zu klein. Das muss ich hier erst nachbohren. Ah. Ja, so ist es jetzt dran hier. Hier ist auch alles festgeschraubt. Der obere Zylinder schaut so aus. Ja, was fehlt jetzt noch? Es fehlt hier noch der Hydraulikschlauch. Das hier ist so eine Art Schnellkupplung, das ist cool. Schließen wir jetzt einfach hier an, man kann kein Öl austreten. Also schaut so aus und auf der anderen Seite schaut es so aus.
Jetzt fehlt hier oben noch das Manometer. Das dürfte hier drin sein, das Manometer. So. So, was zeigt das Manometer an? US-Tonnen sind außen und metrische Tonnen sind innen. Also hier, außen sind US-Tonnen und innen metrische Tonnen. Also das heißt, wir richten uns immer bei den Tonnen anhand von dem Inneren. Hier nochmal die technischen Daten. Wir brauchen einen Kompressor, der 8,3 bis 12,5 Bar schafft. Maximal 20 Tonnen haben wir Presskraft. Wir haben eine Höhe von 0 bis 1,13 Meter. 85 Kilo schwer ist das ganze Teil, die Presse. Das ist die DEMA WP20 HPM. Im Übrigen habe ich es mir selber gekauft, also das ist jetzt kein Werbevideo. Das ist meine Erfahrung, die ich euch da widerspiegel vom Aufbau und später natürlich auch vom Test oder so. Also keine Sorge, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sage ich euch das auch. Ja. Das ist ja schon mal sehr wackelig hier, das Ganze. Jetzt habe ich wieder was vergessen, und zwar, das ist ja schon vorgefertigt, vorgeschraubt, also hier abgedichtet. Jetzt gehört der natürlich hier unten genau rein. Also ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob der so locker drin sein muss. Weiter geht er nicht. So, müssen wir ausprobieren, ob das so geht. Hier, ich kann jetzt schrauben, ich kann jetzt mit Gewalt natürlich, aber da drehe ich jetzt das Ganze hier mit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Probieren wir aus. Holen wir mal Druckluft her. Der Moment, auf den ihr jetzt alle gewartet habt. Wie funktioniert das? Schauen wir mal, ob es funktioniert. Oder nicht. Ah, hier so. Also hier scheint es dicht zu sein. Das gehört hier wirklich bloß so locker. Gut. Also jetzt habe ich mal hier die zwei Platten drauf getan. Also das ist alles echt total eine wackelige Geschichte. Also Vertrauen habe ich da jetzt noch nicht so viel. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir jetzt pressen könnten. Ich will jetzt gar nicht viel pressen. Ich will es jetzt nur mal testen. Was haben wir denn zum Testen? Ich habe hier jetzt mal eine alte Gelenkwelle. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wie ich den wieder hochkriege. Da haben wir hier so ein Drehrad. Ah, wenn man das jetzt hier dreht, geht's hoch. Gut, dann schrauben wir mal wieder zu. Und dann schauen wir mal, gehen wir hier mal einfach mal Druck drauf, was passiert. Gut. Schauen wir mal. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da verwindet sich alles. Jetzt probieren wir es einfach mal. Uiuiui. Was haben wir denn jetzt erst drauf? Wir haben jetzt 2 Tonnen drauf. Das ist zu gefährlich hier. Thank you.
jetzt sind wir bei 13 Tonnen. Mehr geht nicht. Jetzt machen wir es wieder vorsichtig auf. Ja. Brutal, aber also es ist schon, er hat die Kraft schon, die 20 Tonnen, an dem liegt es jetzt nicht, aber es ist echt, hat er die Platte jetzt verbogen? Die Platte ist er verbogen. Meine Güte, hier. Ah, muss man wieder hinbiegen. Also ich sehe schon, Moment, da müssen wir erst hier zumachen wieder. Gut. Ein bisschen überbogen habe ich, schauen wir mal, was passiert. Ja. Platte ist immer noch nicht richtig gerade, aber ja, ich weiß nicht, also es ist alles etwas wackelig, die ganze Geschichte, sagen wir es so. Ja, alles in allem, es ist eine Presse, sie funktioniert und sie ist durch diesen Pneumatikantrieb sicher nicht schlecht. Aber man muss halt Abzüge machen, weil es einfach ein bisschen, ja. Das Ganze ist halt etwas, wie soll man sagen, ein bisschen beweglicher gebaut, mit sehr viel Spiel und das Material ist jetzt auch nicht gerade so dick überall, so dickwandig. Also diese Stahlträger zum Beispiel, was haben die für eine Stärke? Nee. Müsste man ausmessen jetzt hier. 6 mm sind das. 6 mm dick Stärke haben die hier. Hier sind es sogar nur 5 mm Stärke. Bin gespannt, wie sie es einsetzen lässt. Ja, unten habe ich es euch verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut es euch mal an. Was ist eure Meinung dazu? Würde mich interessieren. Wie findet ihr die Presse? Und würdet ihr sowas kaufen? Würdet ihr das benutzen? Hättet ihr Verwendungszweck dafür? Für das Video war es jetzt halt. In den nächsten Videos werden wir es ausgiebig mal testen. Da haben wir, ja, dürft gespannt sein, ein paar Lager zum Auspressen und solche Sachen. Also, bis demnächst, macht's es gut, ciao, servus.